Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euroschlag Simulator 2 Video. Wir stehen hier jetzt im Mercedes Actros, nicht mehr im New Actros, in Bratislava. Okay, müsste nochmal vor und zurückfahren. Wir schauen mal, wohin die Reise geht, aber ich wollte vorhin nochmal gucken, wie viel Kohle ich denn jetzt einfahren muss, um den hier einmal. Der war ein Quietscher so. Das ist neu. Aber gut, ich musste. Also es gab auch genügend Veränderungen, dass ich quasi zurückgesetzt wurde. In die komplette Welt. Genau, LKW-Wartung. Oh, wir sind aber vor 2 Sterne. 3 von 5 Sterne. 384.000. Das heißt, wir bräuchten so 484.000. Also noch ungefähr 150.000. Die ich noch einfahren muss, bevor ich ihn hier restaurieren kann. Ich würde das eigentlich auch als Priorität jetzt einfach mal nehmen. Einfach aus dem Grund, weil der LKW halt der erste ist, den ich mir gebraucht gekauft habe. Mit dem New Actros müssen wir nicht direkt danach wieder hinterherlegen und auch wieder hier an die 500.000 uns zu erfahren. Bevor wir ihn restaurieren. Danach kann man sich ja doch schon wieder ein bisschen mehr an die Garagen setzen. So, externe Aufträge. Also prinzipiell gesehen ist das, wir haben noch exakt eine Woche, bis das Event beendet wird. Ich würde mal sagen, wir fahren wasserfreies Ammoniak. Oder fahren wir einfach. Ich habe mehr Kohle halt, ne? Aber der ist schon preis-leistungsmäßig besser. Ich würde sagen, wir fahren wasserfreies Ammoniak von Bratislava nach Belgrad. Dürfte das so sein? In Serbien. 26.280 Kilogramm. Bzw. 26,3 Tonnen. Für 32,3. Ja, wir nehmen auch mal an. Was ich sagen wollte, wir haben noch eine Woche, bis das Event zu Ende ist. Wir sind gerade bei ungefähr 18,2 von 20 Millionen Tonnen, die wir liefern müssen nach oder von der Schweiz. Deswegen war ich auch schon überlegen, ob ich jetzt biege nach links ab. Ob ich jetzt erst noch mal dorthin fahre. Immer geradeaus. Aber ich habe es dann auch erstmal sein gelassen. Das kann man immer noch später machen. Also sehr später. Das wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch noch eingefahren werden. Notfalls dann am Freitag werde ich dann nochmal nach in die Schweiz fahren. Hier endet es. Sollte es eng werden. Vielleicht möchte ich dann auch nochmal das eine oder andere zusätzliche Video aufnehmen, aber ich denke mal, das wird schon passen. Ich weiß nicht, ob es nur quietscht, weil der LKW nicht mehr so im perfekten Zustand ist oder ob das allgemeines Ding ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in dem Zustand liegt. Schauen wir uns mal die Fahrt an. 584 Kilometer. Wir fahren die D2 runter, dann geht es nach Ungarn über die M15 auf die M1, die dann zur M0 wird bei Budapest. Dann wechseln wir auf die M5, fahren an Skelet vorbei. Dann geht es auch schon nach Serbien rein. Dann fahren wir auf der A1 an Novo Sad vorbei, wechseln auf eine andere A1, scheinbar. Wahrscheinlich A1 Ost oder so. Und dann geht's noch über den CMT nach Belgrad. Also wir sind ja schon quasi in Belgrad. Man fährt auch einmal um Belgrad rum. Und ich bin dann bei Help.
SCS-Paper, war das so? Ja. Ab. Was ich, aber egal, ob das Event jetzt irgendwie schon... Ob es... Hä? Da bin ich ja nur verrückt. Toll. Egal, ob das Event... kurz davor ist, nicht beendet zu werden. Und ich dementsprechend nochmal... nachlege, indem ich nochmal selber kurz fahre. Egal, ob dem so eintritt oder nicht, ich werde auf jeden Fall... da ich jetzt mittlerweile genügend Platz geschaffen habe durch Videos wegrennen und so weiter und so fort, werde ich nochmal, auch wenn ich mir nicht glaube, dass es so einen argen Unterschied machen wird, einfach weil die HDD sowieso schon, also eigentlich relativ schnell ist. Ich weiß nicht mal ganz genau wie schnell, aber ich werde... Ich habe jetzt genügend Platz wieder auf der SSD, deswegen werde ich einfach mal ATS und ETS 2 einfach in der nächsten Woche einmal rüberschieben lassen von Steam. Und dann wird auch schon das nächste ATS-Video wird das nächste ATS-Video dann schon auf SSD sein. Vielleicht tut sich dann ja auch ein bisschen was. Ansonsten ist es einfach eine Grafikkarte, dann kann ich da momentan nichts dran ändern. Allerdings, auch wenn ich das schon sehr häufig gesagt habe. Aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich ja sogar gesagt, was mein Plan ist, ab wann ich das dann umsetze. Da ich halt, wie gesagt, schon so gut ist, weitestgehend durch bin, was was das ganze Rendern und so weiter betrifft. Also da werde ich wahrscheinlich kommende Wochen mit fertig werden, dass ich zumindest die Sachen, die jetzt hier noch auf dem Rechner rumfliegen, die jetzt irgendwie in 41 Minuten 39 oder 41 Minuten 40 Sekunden Clips hier rumfliegen, die zu einem, ja, links halten, dann bleiben sie immer geradeaus. 5 bis 14 Stunden Video dazu gehören, weil ich die zu einem normalen Video geschnitten habe, damit ich das in einem ganzen Stück hochladen kann. Dass ich beides in einem Stück hochladen kann. Fällt mir auf, ich sollte eigentlich vielleicht nochmal testen, also eigentlich macht es keinen Sinn, warum YouTube das machen sollte. Aber da YouTube mittlerweile jetzt den Algorithmus, das Script, den Bot, darauf so eingestellt hat, dass er Videos, die länger sind als 6 Stunden, nicht nur checkt auf Urheberrecht, sondern auch das bearbeiten kann, wenn Urheberrecht noch drauf ist. Also die werden sie wahrscheinlich nicht gemacht, eigentlich brauche ich gar nicht testen. Dass schon mehr als 12 Stunden Videos gehen. Da wird es immer noch dieselben Bedingungen für geben. Das Thema ist ja. Ja, gut, ich bin ja sowieso schon fast durch, ne? Von daher. Wollen wir denn jetzt nicht. Noch zusätzlich was dazu. Hä? Ich fahr doch. 85. Ist doch in Ordnung. Aber danach bin ich dann auf alle Fälle. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Dann bin ich, was das betrifft, auf alle Fälle schon mal fertig. Was die Videos betrifft. So, wir sind noch im alten Gebiet. Okay, es geht runter auf 60, aber schon runter auf 40, jawohl. Machen wir so. Nee, ich will mir nicht auf die Nase legen. Genau, weil wenn dann kann ich den Laptop nämlich auch wieder abschöpfen, dann kann ich den anderen Rechner an den Monitor hier anschließen. Und dann kann ich auf Bluescreen-Suche gehen. Wahrscheinlich schon nächste Woche, I guess. Ist nicht mehr allzu viel. Dann kann ich den halt in der übernächsten Woche.
zum Reparieren wegbringen. Und dann schauen wir mal, ob die das hinbekommen. Wie teuer denn der Spaß wird, dass die sich Mühe geben? Ach, wir weiter auf 80. Ja, ist ja gut. Ich gehe wieder runter. Ja, notfalls muss ich mich dann umschauen. Oh, 50. Auch inwiefern ich es dann mache. Ob ich mir dann irgendwie wieder lieber die Einzelteile hole und zusammenbaste. Gut, dann werde ich erstmal gucken, ne, preis-leistungsmäßig, also ob ich jetzt quasi zusammengebaut und ich würde dann nicht mehr von derselben Firma das holen. Das steht schon mal fest. Ich verstehe auch nicht, warum hier A, der so krass runtergebremst hat jetzt und B, okay, wahrscheinlich ist es halt wirklich an die Modernität der LKWs gekoppelt, ob das Feature drin ist oder nicht. Was ja schon sehr passend ist. Das wird deswegen nicht von der adaptiven Geschwindigkeitsregulierung runterreguliert worden. Ich muss doch bestimmt noch mal tanken, oder? Ich meine eigentlich PIN. Aber wahrscheinlich beides nicht, sehr schön. Ja. Und dann ist auch danach, zumindest nach einer Testphase, die wahrscheinlich eher daraus besteht, dass ich quasi wie gehabt weitermache. Also dass es weiter geht mit so zwei Videos die Woche, zwei bis drei Videos die Woche. Aber auch, dass ich nebenbei halt das so zocke, wie ich sonst zocken würde. Vielleicht in der letzten Woche des 5-wöchigen Testlaufes. Das war ja der Rekord zumindest, was der Rechner vorher geschafft hat, wenn ich den Rechner wieder bekomme. Oh gut, wenn ich den anderen Rechner bekomme, dann werde ich es wahrscheinlich auch 4 Wochen mindestens machen. Also wenn ich mir einen neuen hole oder selber zusammenstelle. Okay, adaptive Geschwindigkeitsregulierung ist auch hier aktiv. Tanken muss ich, wie gesagt, das Einzige, was dann quasi Bonus ist zum aktuellen, wie es gerade läuft, ist, dass ich dann den ein oder anderen Livestream dann auch nutze zum Testen. Wenn die Zeit dafür ist. Aber ja. Das werden wir dann sehen. Ich werde auch überlegen, also wenn es halt ein neuer Rechner werden muss, ob ich es dann quasi direkt schon mache oder ob ich mir einfach denke, okay, aber ich muss mich dazu erst noch anmelden, um Führerschein zu machen und so weiter. Und den dann auch erst nochmal machen und bestehen und so weiter. Aber ich weiß nicht. Da bin ich noch im Überlegen. Ob es, wenn es wieder so ein zusammengebauter Rechner wird, ob ich dann nicht das quasi vor Ort, wo auch immer der Ort sein wird, abhole. Und dann selber nach Hause transportieren.
Nicht, dass ich nicht dem Dude, der mir den Rechner damals geliefert hat von DHL, dass ich den nicht traue. Also der wirkte auf alle Fälle wie jemand, der, wenn er von quasi, wenn er jetzt die Fahrt direkt gemacht hätte, zu mir, wenn er direkt einen Weg gefahren wäre, dass da keine Probleme passiert wären. Aber man weiß ja nie, wer davor, okay, den Bogen kriege ich jetzt gerade nicht, wer den davor gefahren ist, welche Firma, ob das ihn, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, das war glaube ich durchgehend Shipping von DHL, aber ne, man weiß ja nie, wer da noch so fährt und wie die transportiert haben und wie die gelagert haben, von daher. Bei Einzelteilen ist es dann doch eher anders, aber ich weiß gar nicht, ob die Einzelteile damals, könnte sogar gewesen sein, dass, boah, das möchte ich mal nachfragen, aber das ist auch schon echt 10 Jahre wieder, mehr als 10 Jahre, glaube ich sogar, ja. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wann war das? 2011? 2012? 2013, irgendwie sowas mit dem Ding, also doch, ja, doch schon 11 Jahre ungefähr. Könnte halt auch sein, dass er damals halt, weil der Vater vom Kumpel, damals quasi, ja, direkt nebenan quasi gewohnt hat, also zumindest in derselben Stadt, ich weiß gar nicht, ob es sehr nah dran war, aber der hat den dann, glaube ich, quasi abgeholt und mitgebracht. Soweit ich mich jetzt gerade erinnere. Zumindest könnte es sein, dass eben so gewesen ist. Und ja, wie gesagt, war auch als Einzelteil so oder selber zusammengebaut und so. Die Ausfahrt rechts. Quasi genau wie diese Ersatzrechner jetzt hier. Aber das Einzige, was halt wirklich geblieben ist, ist das Gehäuse. Mehr nicht. Netzteil ist neu, was jetzt auch schon eigentlich irgendwie wieder am Abnöppeln ist. Also ich bin immer sehr gespannt, also deswegen bin ich auch schon gespannt drauf, wie das dann nach dem Reparieren, also freue mich schon jetzt wieder aufs Restaurieren. Das ist kein Ding mehr, was ich machen muss, also was ich mir aufgezwungen habe zu müssen. So, ich bin sehr gespannt, wenn ich den restauriert habe. Und da wieder auf 5 von 5 Sternen, das soll ich auf 3 von 5 Sternen, ob er dann nicht mehr so quietscht beim Bremsen. Aber es hat auch was, es hat seinen eigenen Charme, das Quietschen. Der Bremsen. Das muss man ja auch mal sagen, auch wieder runter auf 70. Achso, muss ich gar nicht, sehr schön. Das war auf ganz entspannt. Aber ja, da passiert jetzt auch langsam wieder ein bisschen mehr Bewegung. So was das betrifft. Man kann bald wieder ein bisschen mehr Bewegung passieren, einfach aus dem Grund, weil mein gestecktes Ziel, dass ich erstmal die eine Sache hier beende, damit ich mich an die andere Sache mal setzen kann. Ich glaube, ich irgendwann vor ein paar Wochen mal gesagt habe. Oder war es noch zum Christmas Winterland Event? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das kann auch schon wieder super lange her sein. Wobei, nee, da habe ich ja noch nicht einmal angefangen mit den Rechnern hier das zu machen. Was ja, da sitze ich jetzt auch, glaube ich, gerade bald 2 Monate dran. Niedriger Tankfüllstand, jawohl, dann fahren wir doch mal hier rechts raus, wa? Wenn wir schon mal hier sind. €1,69 Euro. Tanken wir mal voll.
Insgesamt tanken wir, wo haben wir 865. Was wackelt denn da die ganze Zeit so rum am Laptop? Muss ich mal gleich genau drauf achten. Ich ziehe dir mal den Leiste nach oben, ob das das Problem war. Weird. Genau, insgesamt 865 Euro für 512 Liter. Dann haben wir jetzt noch genau 300 Kilometer vor uns. Wir fahren auch, glaube ich, in die Nacht hinein, kann ja sein, jawohl. Wir fahren durch die Nacht durch. Worauf ich endlich hinaus wollte, ist, dass. Das Ruckeln hier nicht bessern, wenn ich es auf SD schiebe. Dann liegt es halt an der Grafikkarte. Oder halt, whatever, an der Grafik. An der Hardware halt. Und nicht in irgendwelchen Liegepositionen der Dateien. Aber das ist halt dann ein Ding ist, was ich ja sowieso schon in Angriff nehmen wollte und auch bald in Angriff nehmen werden kann. So, darauf wollte ich ja eigentlich nur hinaus. Gleich nochmal für das Montagsvideo mich nochmal schnell ransetzen muss, aber das ist schnell, das wird auch nochmal 5 Stunden Zeitanspruch nehmen, Minimum. Aber ich will erstmal dieses Video hier. Oh, auch eine andere Hupe. Also. Der Airhorn-Sound ist auch anders. War ja vorher anders, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich beim Christmas-Event-Event das Airhorn genutzt habe. Ich glaube nämlich nicht. So lange haben wir den Truck halt schon auch wieder. So, dann sind wir jetzt bei Shacket oder wie auch immer man das ausspricht, gerne verbessern. Wenn ihr es besser wisst, in den Kommentaren. Schön mit der Windmühle, obwohl man gar nicht in Niederlanden ist. Auch dass sie sich noch bewegt. Würde mich interessieren, ob die dann quasi noch im Betrieb ist, in der Realität auch. Vermutlich ist es aber einfach nur ein stilistisches Mittel. Für ein bisschen mehr Bewegung. Abseits der Straßen. Was da auch nicht verkehrt ist. Glaube ich, hätten jetzt einen Grenzübergang, ne? Ja, weil. Bitte rechts halten. Dürfte das jetzt nach Serbien gehen, kann das sein? Was haben wir noch? Ah, gut, okay. Oder wir sind hier noch gerade bei. Hä? Was? Belgrad? Ich war nicht gerade bei.
Ich habe das Gefühl, die Bremsen sind schlechter. Aufgrund der quietschenden Reifen. Bremsen. Ich bin gerade verwirrt. Okay, never mind. Wir fahren. Okay. Immer gerade kurz im Überlegen, aber. Ich wollte es auch nicht aussprechen, was einfach nur falsch ist. Es sei denn, man hat da ein bisschen was getan. Das ist nicht mehr eine Art Maulstrecke gerade ist, aber. Für Budapest, aber. Wir sind ja schon lange Budapest vorbei. Wir fahren jetzt nach Serbien rein. Fangen wir mal an, Novosad vorbei. Okay. Ich habe schon wieder den reinen Faden verloren, was ich sagen wollte. Das, was ich gerade am Sagen war, aber absolut den Faden verloren. Für einen kurzen Abschnitt und dann werden wir gleich nochmal auf der serbischen Seite kontrolliert. Da war schon. Ich weiß jetzt, was am Laptop da immer sich hin und her bewegt. Bitte rechts halten. Quasi in der linken Zeile, der linken Spalte, wo man halt immer sieht, das ist halt noch Windows 7, by the way, also man halt immer halt quasi sieht, so hier Desktop, oder ist das die Creative Cloud, die da, nee, keine Ahnung, muss ich die Röntgenhalle erfahren, auf jeden Fall scheint es, demnächst rechts abbiegen. Das muss ich kurz gucken. Ne, Creative Cloud Files ist noch da. Es scheint immer wieder hier sich das nach oben und nach unten zu ziehen. Biege nach rechts ab. Das macht mich echt kirre. Das immer im Augenblick hier sehen zu müssen. So, einmal wieder durch. Durchtrinken halt durch. Kontrolle erfolgreich abgeschlossen. Wunderbar. Ja, perfekt. Geradeaus richtig gewesen. Nicht. Ich hab gerade, ich möchte noch mal ein bisschen Schrott von den LKW, bevor ich das noch hier, damit es sich auch lohnt. Kappa. Okay. Ganz vergessen, dass ich nicht nur gebremst habe, sondern auch versucht habe auszuweichen. Von voller Fälle.
zu früh gebremst. Erneut zu früh gebremst. Alles in Ordnung, Rückfahrt. Wunderbar. Dann wollen wir mal die restlichen 200 Kilometer jetzt nach Belgrad fahren, nochmal kurz an Novosad vorbei. Kann das sein, dass man einfach hier ist, dass es quasi so ein Ding ist von wegen, okay, wenn du jetzt hier die hier da in die Haltebuch reinfahren willst, so, dann solltest du jetzt. Oh, die Abfahrt? Nein, ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Was ich schneller zu sein haben. Dann dürfen wir 90 fahren, da kommt eine Maut. Dann auch erstmal wieder ein bisschen Kohle abgezwackt. Ich bin nach rechts gefahren. Vor allem, ich muss das Video, was eigentlich heute kommen sollte, also das Video ja gestern kommen, am Samstag, kam aber nicht mehr dazu, das vorher noch aufzunehmen, bevor ich weg war. Deswegen ist es am Sonntag gekommen, oder deswegen kommt es ja am Sonntag. Und das Sonntagsvideo bin ich halt auch nicht mehr fertig geworden. Also ich habe zwar schon gut was geschafft. Ein Fünftel oder so. Zumindest vom groben Steigen. Aber halt nicht komplett alles. Deswegen kommen wir sonntags wieder Montag. Bitte links halten. Also mittlerweile muss er einfach schon Montag kommen, weil ich einfach jetzt so viele andere Dinge noch habe, die quasi sonntags rauskommen wollen. Die einen ähnlichen Aufwand, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Aufwand haben, weil sie halt mehr Dateien sind. Also das Montagsvideo, das hat 129 Clips. Das andere glaube ich 140 oder so. Wenn nicht sogar 169. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber schon deutlich mehr, weil der auch halt, ne, abgeschlossen wurde, alles und dies, das anders. Kleiner Spoiler. Bitte links halten.
fahre mal kurz raus, starte nochmal kurz neu. Neu berechnen. Muss ja nicht unbedingt ein Leckfest sein, wenn wir jetzt zurückfahren. Dann wollen wir weiter mit den letzten 107 Kilometer zurücklegen. Gut, viel besser ist es jetzt nicht, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Da sind wir aber auch durchgerast jetzt gerade. Wollte aber auch echt nicht runterbremsen. Und da hinten müssen wir schon raus. Dann sind wir jetzt bei Belgrad, dann müssen wir noch einmal durch Belgrad, um Belgrad drumherum fahren. Halten wir uns links. Bitte links halten. Bitte rechts halten. Einmal 50 herum. Den Aufliegerschaden nehmen wir mit. Ging ja zum Glück nicht auf die Fracht. Bitte links halten. Es ist mal einfach zu kriegen, dass es auf jedem einzelnen Tab so ist, deswegen nehme ich mal das. Okay, wir kommen jetzt erst gerade zu dem Abschnitt, wo wir quasi einmal um Pudding fahren. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Bisschen Fahrt haben wir noch nicht. Rechts. Immer geradeaus.
scheint nichts zu kommen. Hier aber. Der lässt, okay. Durch eine 80, die wir fahren dürfen, und nicht 90. So, 150. Das machen wir doch mal. Wir fahren ja auch hier durchs Wohngebiet. Bitte links halten. Links halten. Ich bin doch nicht da, wo ich dachte, dass ich bin. Passiert. Wirkt ein bisschen bekannt, aber wie soll ich das mit was anderem verbunden? Dann nochmal der Tanker vorbei. Jetzt war ich am nördlichsten Punkt. Ich glaube 37 Kilometer noch. Weiter bei 70, ne? Dann dürfen wir nur 70 fahren. Bleibt uns einfach auch nichts anderes übrig. Bitte rechts halten. Das kriegen wir doch hin. Auch hier 40? Fragezeichen? Nee. Hier dürfen wir 60 fahren. Suchen wir uns gleich nochmal einen Schlafplatz. Ich habe auch gerade gesehen, dass während ich hier gefahren bin, ist vom Trail Connections, weil das Event sind die Tonnen um 10.000 Tonnen gestiegen. Das das
ist doch schon mal zuversichtlich, dass dass ich da nicht nochmal mich ransetzen muss. Junge. Das kommt mir hier aber gerade nicht bekannt vor. Wildes Kreuz hier. Oder wildes Streckennetz. Ich treffe es am besten. Links anbiegen. Ich hätte auch rechts bleiben können. Links ab. Das ist ja schön, dass ich auch rechts hätte bleiben können. Daran erinnere ich mich wieder ein bisschen, glaube ich. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, was war das so? Dass die Geisterfahrer durchfahren? Dass die Geisterautos hier durch sind oder wie? Also, wenn nichts ist, darfst du fahren. Habe ich mir mal sagen lassen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nehmen wir schon mal links für später. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen.
Das habe ich zu spät gesehen. Das ging jetzt auf die Fracht, sehr schön. Biege nach rechts ab. Aber ich habe erst das Shop, ja, die Stoppmarkierung gesehen, aber ich habe die Schranke zu spät gesehen. Viel zu spät. Hier endet es. Ja, dann nochmal schön den LKW kaputt fahren, bevor man restauriert. Ja, dann laden wir das gute Stück ab, bevor hier noch mehr kaputt geht. Das kostet auch schon wieder 20.000, also gute Arbeit. Wasserfreies Ammoniak von Apatislava nach Belgrad gilt die Fahrstrecke 581 Kilometer, Dauer 56 Minuten. Das verbrauchte Kraftstoff 291,6 Liter, das war der 218. erledigte ETS 2 Wörterfahrungsauftrag. Gab nur noch 30.476 Erfahrungspunkte. Gucken wir mal, wo wir pennen können. Wenn wir bei einer Werkstatt pennen, reparieren wir uns noch, aber wir pennen hier vorne. Also gut, einmal kurz raus und dann. Das fahren wir noch mal ein bisschen mit der Modo-Fee-Funktion beim nächsten, bei der nächsten Fahrt weiter. Und müssen dann mal den Schock wieder reparieren. Also sind wir wieder bei Null. Das sollte bei dem Bremsen ein bisschen. Um früher anfangen zu bremsen. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Euro Truck Simulator 2 oder vom American Truck Simulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.